Willkommen zu einem neuen Video von New VR Tech. Mein Name ist Marco und heute rede ich mal ein bisschen über die Clarity und den Sweet Spot der HP Reverb G2. Ich habe ja quasi eigentlich alles schon abgebildet in meinen ersten drei Streams der G2, die sehr lang gehen, aber auch Zeitmarken enthalten. Also dort könnt ihr zum richtigen Thema springen, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf die Zeitmarken klickt oder eben in dem Wiedergabeleiste. Dort könnt ihr auch auf das richtige Thema dann klicken, was euch interessiert. Ja, ich möchte aber gerne hier nochmal ein dediziertes Video über die G2 machen und ihren Sweet Spot und die Clarity, weil ich eben von vielen Nutzern in den Kommentaren gefragt wurde, wie ich das empfinde. Und eben diese Nutzer, diese Zuschauer, die jetzt mit Sicherheit auch dieses Video schauen, willkommen. Das Video mache ich vor allem eben, weil ihr danach gefragt habt. Ihr macht eine ganz unterschiedliche Erfahrung. Für euch ist es total störend. Und in meinem ersten Stream konntet ihr auch feststellen, dass ich wirklich nur einen kleinen Bereich scharf gesehen habe. Und am Außen war es sehr unscharf. Aber ich habe jetzt, heute ist Sonntag, ich habe also jetzt die Brille schon den siebten Tag, habe ungefähr jetzt 24 Stunden, ich sag mal, nicht am Stück, aber an Zeit in der Brille verbracht. Und mein Gehirn scheint sein Übriges zu tun. Also, es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt plötzlich überall scharf sehe, ne? Nicht falsch verstehen. Wir reden jetzt übrigens über die Clarity. Ich nenne das Clarity, also die, wie klar ist das Bild in der Linse, durch die Linse. Ich nenne das nicht Sweet Spot, da reden wir gleich drüber. Die Clarity für mich, Edge-to-Edge-Clarity, von einer Seite zur anderen, in der Linse, die ist für mich sehr gut. Wie vergleiche ich das aber? Also, ich habe Vorerfahrung mit der Cosmos, mit der Quest 1 und 2, mit der Rift S und bald werde ich auch die Index bekommen und dort werde ich das dann auch testen. Erstmal haben wir, was die Clarity angeht, natürlich keinen Screen-Door-Effekt, keinen Fliegengitter-Effekt, der sehr stark zur Clarity beiträgt. Und jetzt können wir, auch wenn vielleicht am Rand was unscharf ist, trotzdem die Sachen lesen. Ja? Das ist natürlich sehr vorteilhaft ohne Screen-Door-Effekt. Er ist theoretisch da, aber es ist kein Thema mehr, worüber wir uns unterhalten müssen. Ne? Gerade bei der Quest 1, total nervig, hat wirklich gestört, dieser Screen-Door-Effekt. Jetzt bin ich hier in diesem Test-HMD-Tool, Version 1.2 jedoch, auch wenn jetzt da unten 1.1 steht, das ist nämlich noch eine Beta, das ist noch nicht richtig scheinbar. Ich kann das ja nochmal checken hier, nicht, dass ich was Falsches aufgemacht habe, ne? Nur um nochmal sicher zu gehen. Aber nein, 1.2 Beta habe ich hier offen, ganz sicher. Ihr könnt das ja aussehen, wenn ihr die 1.2 habt, dann seht ihr auch, bei euch steht dort unten auch noch 1.1. Warum ist das wichtig, welche Version? Eigentlich weniger wichtig für dieses Video, wir messen nämlich das FOV. Es ist nämlich wichtig, das FOV nur mit Werten zu vergleichen, die in der gleichen Version gemacht wurden. Denn die FOV-Werte, vor allem die vertikalen FOV-Ergebnisse der Version 1.2 dieses Test-HMD-Tools weichen sehr ab, die sind viel geringer. Ne? Das habe ich auch in meinem Video zu dem FOV, das könnt ihr euch auch gerne ansehen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, drunter geschrieben, denn die Version kam, ja, hat sich nicht überschnitten, aber die kam einen Tag vorher raus, das wusste ich aber nicht und habe dann die Werte nochmal ergänzt, unten in der Videobeschreibung. Ja, aber dieses Test-HMD-Tool ist eben auch gut für alle anderen Dinge. Ne? Wir schauen uns jetzt hier mal um und sehen, hier sind wie beim Optiker, oder eher sogar noch mehr als beim Optiker, so Testtafeln an den Wänden. Und wir können uns ja mal so ein paar ansehen. Leider ist die Steuerung auch in dieser Beta noch nicht gut. Und können uns einfach mal angucken, ja, können wir vielleicht so einen kleinen Maßstab hier entwickeln auf unserem Kanal, wo wir sagen können, hey, testet das doch auch mal genau so, wie seht ihr das, wie nehmt ihr das wahr, denn auch die Wahrnehmung spielt eine Rolle und ich habe vorhin gesagt, mein Gehirn tut jetzt sein Übriges, ich sehe nämlich nicht mehr diesen scharfen Übergang von scharf zu unscharf, also diesen harten Übergang, um es mal besser auszudrücken und gut kann man das dort hinten nämlich sehen hier, die Steuerung ist wie gesagt leider doof, deswegen bin ich hier ein bisschen verloren, also ich stehe jetzt hier auf den 5 Metern, ne, ungefähr. Und ich habe die Brille auf. Und ich sehe grundsätzlich, dass
ich alles scharf sehen kann. Also in diesem Bereich sehe ich alles scharf, auch gleichmäßig. Ich gehe näher ran und kann das genauso feststellen. Je näher man rangeht, desto unscharfer wird es am Rand, das ist klar. Ich bin jetzt hier bei, ja, ich gehe mal auf 2 Meter. Und jetzt wird es natürlich schon anders, ja, keine Frage. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde. Die Frage ist aber eben, ob mich das stört. Also, ich gucke jetzt in die Mitte, wo nichts steht, in dem weißen Kreis. In den weißen Kreis. Und wenn ich jetzt nur die Augen bewege, dann kann ich... Ich zähle jetzt mal. 1, 2, 3, 4... Bis zum... Wie nennen wir das? Ja, bis zur 5. Satzreihe kann ich noch genauso scharf sehen wie in der Mitte. Danach verschwimmt es. Ich kann aber alles lesen. Also es ist nicht so, dass ich es nicht lesen kann. Es ist aber natürlich nicht so scharf wie in der Mitte. Also ich sehe, wenn ich in die Mitte gucke, sehe ich hier oben links, dass da Channel steht. Ich kann das alles lesen. Turn to that channel, ja. Also es ist gar kein Problem. Was ich ja beim ersten Stream eben, was mir da sehr aufgefallen ist, und das ist eben auch vielen meiner Zuschauer hier aufgefallen, dass das so ein harter Cut ist irgendwie. Man sieht in der Mitte so übertrieben scharf und dann wird es unscharf am Rand. Und ich selber, mir ist das auch aufgefallen, weil vorher war irgendwie alles so mehr oder weniger unscharf. Und jetzt hat man so einen scharfen Bereich in der Mitte, den man noch nie hatte. Und am Rand ist der Bereich trotzdem schärfer durch den fehlenden Screen-Door-Effekt. Und wenn man sich jetzt, ich sag mal, über 20 Stunden an diese Brille gewöhnt hat und mehrere Stunden auch am Stück drin war, ja, also 20 Stunden mit 5 Minuten am Tag aufaddiert, werden wahrscheinlich nicht helfen, aber wirklich mehrere Stunden am Stück, dann nimmt man diese starken Cut zu dem unscharfen Bereich nicht mehr so wahr. Und, warum sage ich euch das, dann ist die Brille unglaublich, dann sieht man alles so gut. Ergänzend dazu bin ich hier auch einmal in dem Cliffhouse und habe hier einfach mal, das kann man zwar auch überall machen, aber habe hier einfach mal hier diesen Windows Mixed Reality Hub geöffnet mit der Windows-Taste und sag mal, wie ich hier so die Schaltflächen scharf oder unscharf sehe. Also, wenn ich mich auf Prime Video hier fokussiere und da scharf gucke, dann kann ich die Symbole hier alle gleich scharf sehen. Nach oben und unten wird es unschärfer, aber es ist unwesentlich. Ich kann hier alles nochmal lesen, auch hier unten. Hier unten ist es fast sogar im Vergleich. Also hier, die Reihe ist schärfer als die hier unten. Aber es ist nicht so, dass ich es jetzt als total unscharf empfinde. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt grundsätzlich an einer möglichen, also es kann sein, dass das ist, aber an einer möglichen Schwankung in der Serienfertigung oder auch vielleicht verschiedenen Bauteilen, dass das daran liegt, sondern ich glaube wirklich, dass das die Wahrnehmung ist, dass die sich vor allem unterscheidet. Und ja, ich habe jetzt schon relativ lange in der Brille, ja, lange ist jetzt nicht, aber eben über 20 Stunden habe ich ja schon erwähnt, in der Brille verbracht. Und das ist alles in Ordnung. Ne? Also wirklich nicht störend. Nochmal, und das werde ich auch gleich am Ende des Videos nochmal sagen, eine Edge-to-Edge-Clarity gibt es nicht, in keiner Brille, aber die Erfahrung wird besser, je länger ihr die Brille benutzt und auch je besser ihr das Kopfstrap, das Headstrap anpasst. Ja. Aber um die Frage ganz klar zu beantworten, siehst du von links nach rechts scharf? Nein, tue ich nicht, sieht keiner. Ist es störend? Nein, ist es nicht. Also, das ist hier der Eindruck von dem Home Hub. Und als erfahrener VR-Nutzer weiß man, es gibt keine VR-Brille, jedenfalls nicht, die in diesem Bereich bis 1100 Euro ist, also für uns geeignet, die von links nach rechts komplett scharf ist. Es gibt vielleicht Brillen, die von links nach rechts mehr oder weniger gleich scharf sind, aber es ist halt insgesamt unscharf, ne? Oder es ist ein Screen-Door-Effekt da. Also bringt mir das nichts. Das kann man also immer noch nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Das ist nur meine Wahrnehmung hier. Ich wollte euch nur meine Wahrnehmung hier mal mitteilen, wie ich das Ganze empfinde und sehe. Ja, und ich kann sagen, je länger ich unter der Brille hier stecke, desto schärfer, mehr oder weniger, gesagt jetzt in der Theorie, wird das Bild für mich. Und es ist einfach toll. Also, es macht so viel Spaß.
Wir müssen aber auch darüber reden, wie war unsere Erwartungshaltung? Und ich sage ganz klar, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, was falsch verstanden. Meine Erwartungshaltung war jedoch, ich habe von links nach rechts ein gleichmäßig scharfes Bild. Das wurde meiner Meinung nach gesagt. Von wem auch immer. Aber das kann ich nicht sagen, dass das so ist. Da stimmt ihr mir mit Sicherheit auch zu, denn ihr habt mir das ja gesagt. Ist das aber ein Problem? Nein. Nur man ist natürlich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil diese Edge-to-Edge-Clarity, die ist nicht da. Auf keinen Fall. Stört es? Nochmal. Nein. Es ist super. Es ist die beste Brille, was die Schärfe angeht, die es gibt. Vor allem für den Preis, ne? Es ist alles super. Also, und übrigens auch die God Rays, ja? Darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, aber ich sehe quasi keine, ja? Es ist wirklich top. Ich sehe keine. Es ist so kontrastreich, vom Weißen zum Schwarzen. Alles ist top. Wirklich, ich sehe keine God Rays. Kann ich nicht sagen. Bin gespannt, wie es bei der Index ist. Das soll ja katastrophal sein. Quest 2 gefällt mir auch nicht, God Rays mäßig. Wie gesagt, soll es aber gar nicht drüber gehen hier. Drum gehen. Jetzt reden wir mal über einen Sweet Spot. Also, der Sweet Spot ist laut meiner Definition der Bereich oder der Punkt, wo ich am schärfsten sehe in der Brille. Und zwar nicht gemessen an der insgesamten Clarity der Linsen, sondern wenn ich mir die Brille aufsetze, wie schnell komme ich in diesen Bereich, wo ich das beste Bild bekomme? Wie schnell verlasse ich den Bereich durch Bewegung zum Beispiel, ja? Weißt du, was weiß ich, wenn man auf den Boden geht und wieder aufsteht und das Headstrap nicht richtig fest ist oder ist so fest wie möglich ist, aber trotzdem wackelt. Und das hat die Cosmos zum Beispiel. Das ist die schlechteste Brille, die ich je hatte, eben was den Sweet Spot angeht, weil er erstmal sehr klein ist. Wenn man ihn aber gefunden hat, kann man ihn nicht halten, weil das nämlich so ein Halo-Strap-Design ist, mehr oder weniger. Die Brille liegt auf der Stirn auf und nicht auf dem Gesicht. Das ist vielleicht ganz angenehm. Aber dadurch wackelt die Brille, weil da ist natürlich kein Titan und sonst was drin. Das sind alles Plastik- und Aluminiumbauteile und die sind nicht sehr steif. Ne? Es ist zwar angenehm, dass man das so um 90 Grad hochflippen kann, während man das trägt, aber diese Sachen würde ich lieber aufgeben und dadurch meinen dauerhaft guten Sweet Spot eben sehen. Also ich setze die Brille auf, muss einmal kurz wackeln, dann habe ich den Sweet Spot durch diese massive Schärfe der Brille. Sehe ich den Sweet Spot auch sofort und weiß, jetzt ist er da. Und dann lasse ich die so und der bleibt so. Alles ist in Ordnung. Die Brille ist super eingestellt. Durch die Sprungfedern im Headstrap brauche ich auch nicht das Klett aufmachen irgendwie, ja, an den Seiten. Und kann also einfach das drauf machen. 90 Grad mache ich das Headset hoch. Dann tue ich es mir vors Gesicht. Mach hin den Headstrap rüber, der gleitet über meine Haare quasi. Und wenn ich es mir wieder abnehmen möchte vom Kopf, ziehe ich es nach vorne durch die Federn in dem Headstrap, kann ich das machen und kann es abnehmen und alles ist super. Also Sweet Spot für mich, kein Problem. Ich will jetzt gar nicht sagen, der ist da besser oder da schlechter. Der ist kein Problem, der ist gut und somit ist es in Ordnung. Ne? Also wirklich toll. Wenn ihr jetzt die G2 habt und ihr seid immer noch enttäuscht davon, dann kann ich nur sagen, verbringt mehr Zeit in der Brille. Und seid euch aber bewusst, die Enttäuschung, die geht weg, nur die Erwartungshaltung wird nicht erfüllt, die ihr hattet. Ihr werdet also nicht es hinbekommen, dass es eine Edge-to-Edge-Clarity gibt. Beim FOV-Test wisst ihr, wie gut mein FOV ist. Ich bin also quasi so nah an den Linsen dran, wie es geht, mit dem originalen Facecover. Und dennoch habe ich keine Edge-to-Edge-Clarity. Also, Erwartung einfach mal löschen, die ihr hattet, dann das so hinnehmen, wie ihr das seht in der Brille und alles ist in Ordnung für euch. Schade, dass es eben nicht so eingetroffen ist, aber immer noch das Beste, was es gibt und sehr gut. Also wirklich toll. Gefällt mir super. Ja, sagt mir, wie ihr das findet, was ich dazu gesagt habt und wie ihr das auch generell mit eurer G2 empfindet, wenn ihr sie denn schon habt. Ich hoffe, ihr bekommt sie bald, wenn ihr sie noch nicht habt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Schreibt bitte eben den Kommentar, den ich gerade erwähnt habe. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, damit ihr diese Videos nicht mehr verpasst. Ja, nochmal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.